Hallo und willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. Und wir haben richtig ein richtiges Problem. Und zwar geht es um Extreme. Der wird hier, hier, hier und da richtig in die Mangel genommen. Das ist bitter. Und wir können auch nichts weiter dagegen machen. Außer mit Miro Karam, den da versuchen mal richtig umzuhauen. 60%. Voll daneben. Justiere Zielvorrichtung. So, Best Noob. 68%. Mach mal was. Hier, sauber. Else Neumann, 69%. Das muss klappen. Ganz stark. Hab ihn weggefegt. So, Senor Bladic. Du gehst dahin. Auch immer noch Zivilisten retten. I gotcha, you're safe. So, Extreme zockt. Den ziehen wir auf jeden Fall erstmal hier rein. Ganz weit nach hinten. Die Truppe auf jeden Fall mehr zusammenhalten. Was passiert jetzt? Was war das für ein Geräusch? Okay, ja. Geht aufs Dach oben drauf, muss man es merken. Ah, noch ein Zivilist oben. Und ein Schweber. Der jetzt da ist. Und der andere? Von da. Okay. Autsch, autsch. Ah, okay, ich habe eine Idee. Schuss ist blockiert, aber hier ist er nicht blockiert. Und das machen wir auch. With pleasure. Verdammt, nur einer. Rücke aus. So, Extreme. Ganz stark. Feind ausgeschaltet. Sie müssen da wegziehen. Auch hier rein. Und dann stellen wir sie dahin. Und dann auf Feldposten. Wayne Best Noob, du gehst auch auf Feldposten, falls irgendwas passieren sollte. Else Neumann. Brrr. Ja, was machen wir mit dir? Rücke ja, dahin. Bist in Sicherheit und jetzt weg hier. Ach du Scheiße. Ey, lass unsere Else in Ruhe. Es mag unwissenschaftlich klingen, aber der Biss hat ihn anscheinend in einen Zombie verwandelt. Ach du heiliger Kotnascher. Ja! Hau ihn um! Ganz stark. So. Was ist das für eine kranke Mission, Leute? Wayne Best Noob? Nur 43%? Ehrlich? Na, versuchen wir. Nee. Versuchen wir es mit normalen Schuss. Gott sei Dank, Alter. Ja. Extreme ist hier hinten. Sturm und Schuss. Geht nicht anders. Okay, 4 Treffer. Und du gehst dahin.
Lennig, mach was. Weg ist das Vieh. So, du wirst jetzt erstmal Wunden heilen. Else. Ganz ruhig, Soldat. Super, erstmal um 4 wieder geheilt. So, und den musst du jetzt wirklich treffen. Alter. Hab keine Mun. Schuss hat nicht gesessen. Die ist blind wie die Nacht. Okay. Extrem wird das für dich erledigen. Der trifft auf jeden Fall. Wie der wegfliegt. Wie aus dem Lehrbuch. Ja, wie aus dem Lehrbuch. Wir haben uns den Arsch aufgerissen. So, Operation Vergessener Dorn. Aliens getötet 7, ausgezeichnet. Verlorene XCOM 0, ausgezeichnet. Gerettete Zivilisten 13 von 18, das ist gut. Haben aber ordentlich Schwein gehabt. Hätte auch anders ausgehen können. Und ich glaube, Leben zum Chrysalid zu fangen, das ist unmöglich. So, aber. Ja, Bladdick ist jetzt Major, das machen wir auch. Und er bekommt Überlebenswille, reduziert allen erlittenen normalen Schaden um 2, wenn die Einheit in Deckung ist und nicht von der Flanke angegriffen wird. Dann haben wir Axel, Extreme zockt. Können wir uns aussuchen. Medikits können kritische Wunden oder verwundete Soldaten mit 33% ihrer maximalen Gesundheit wiederbeleben, statt sie nur stabilisieren, das ist schon mal wichtig. Oder Deckungsfeuer. Schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält oder einen Reflexschuss ermöglicht. Und die Treffersicherheit des Gegners verringert sich um 30% Punkte. Wir nehmen aber die Wiederbelebung. Und auch Mariam Karam ist befördert. Und Sprinter, der Soldat, hat zusätzliche 3 Felder als Unterstützer. Sie ist Unterstützer. Ach so. Oder erlaubt einen Reflexschuss auch beim gegnerischen Angriff, nicht nur bei Bewegung. Ja. Mehr Laufen ist wichtiger als Heiler. Ja, und Elsa Neumann fällt 4 Tage aus. Neuer Orden. Ehrenmedaille, das Rathaus freigeschaltet. Geht zur Kaserne, um eine spezielle Fähigkeit für diesen Orden festzulegen, ihn umzubenennen und einen Soldaten zu verleihen. Stadtkampfabzeichen auch bekommen. Wir haben 4 Schäberleichen, 2 Kristallinleichen, 6 Waffenfragmente. Die Panik in Australien hat sich um 2 abgeschwächt. Die Panik hat sich in ganz Asien gelegt. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Das ist schon mal wichtig. So, was sollten wir machen? Ach ja, in die Kaserne. Unsere Orden. Und da wollen wir mal eine Kraft zuweisen. Plus 1 Zielsicherheit und Willenskraft für Missionen ohne eigene Verluste, maximal 10. Oder plus 10 Treffersicherheit und Chance auf kritische Treffer, solange keine verbündeten Einheiten in 7 Felder umkreist sind. Oh, das ist schwer. Lass mich mal kurz überlegen. Heißt das bei dem anderen, dass sich das stapelt? Von wegen plus 1 und irgendwann plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 und so weiter. Das ist maximal 10. Ja, klar. Wäre stapeln. Ist schon nicht schlecht. Zielsicherheit ist immer gut. Weil wir hatten ja eben auch schon nicht so gute Trefferprozente. Ja, aber das andere ist natürlich auch geil. Da haben wir sie sicher, wenn in der Nähe aber keiner steht. Dann müssten wir aber immer sehr weit auseinanderstellen. Das wäre beim Sniper nicht so verkehrt. Aber ich glaube, das ist das Erste. Und den verleihen wir auch. Und zwar an... die hat schon einen, der auch. Wayne hat einen. Ja, nehmen wir Zielsicherheit für den Schaffen. Eigentlich ist es ja für Else Neumann wichtig als Sturm. Das machen wir auch. So. Gehen wir mal zurück. Haben wir noch einen? Ja, Stadtkampfabzeichen. Was hat er nochmal gemacht?
Okay. Den verleihen wir auch. Und zwar ja, am Lerik, weil er mit seinem MG nicht so wohl. Aha, hat er. Ah Gott, ich hatte ihn schon. Der geht ja, ja. Doch, geht an Bledig. So. Alles klar. Dann ins Lagerzentrum. Ich bin sicher, die Truppen werden die Opferzahl da draußen gerne ausgleichen. Dann wollen wir den Schwarzmarkt besuchen. Und wir können ja wieder eine Sektoidenleiche verkaufen. Auch den dünnen Mann zweimal. Ansonsten. Nee. Den Rest müssen wir behalten. So, in die Technikabteilung. Unsere schlimmsten Befürchtungen könnten wahr werden. Es geht ihnen nicht nur um Entführungen. Sie planen etwas anderes. Ups, warte mal. Ah, gut. Eventuell noch ein zweites Medikit, wenn dann halt Meriam Karam dabei ist. Aber erstmal nicht. Wir sparen erstmal unser Geld. Und gehen in die Einsatzleitung und scannen mal nach Aktivitäten. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. So, gucken wir uns mal an. Ja, wir werden sie nach Südamerika oder... Oh, ne, hier kriegen wir nochmal $100. Satelliten starten. Oh, da ist schon einer vorhanden. Achso. Da nehmen wir Frankreich. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. So. So, genau. Dann gucken wir mal. Kubernetik-Kern. Was ist denn der? Haben wir nicht irgendwas gebaut? Mal in die Technikabteilung gucken. Wir haben zwei, aber wir können keinen mehr. Dann müssen wir das... Ach, nee. Ach, uns fehlt Energie. Genau, und 20 Ingenieure. Ärgerlich. Na gut, dann scannen wir nochmal. So, es war gerade ein bisschen wirr, alles auf einmal. Also Golgi ist wieder fit und das Satellit in England oder Großbritannien allgemein ist dabei. Dazu auch das Kybernetik-Labor abgeschlossen. Dann gehen wir mal nochmal ganz kurz ins Bauzentrum. Die Soldaten, die sich freiwillig in eine Mech-Einheit verwandeln lassen, opfern viel. Aber sie geben nicht alles auf, was sie vorher ausgemacht hat. Ein Mech-Soldat kann auch einige seiner früheren Trainings- und Kampffertigkeiten im Einsatz mit dem Cyberanzug anwenden. In dieser Einrichtung können wir mechanische Exoskelett-Cyberanzüge, Mechs, entwickeln und unseren Soldaten die kybernetischen Interfaces implantieren, durch die sie die Mechs in der Schlacht einsetzen können. So, ein Sturmsoldat ist dafür natürlich prädestiniert. Und ich wollte euch das auf jeden Fall mal so zeigen, wie das dann aussieht. Und zwar... stoßabsorbierende Panzerung, erlittener Schaden von Gegnern im Umkreis von 4 Feldern um 33 reduziert, würde $10 kosten und 10 Meld. Nur mal als Beispiel. Oder beim Schweren nehmen wir mal Stacy Evans. Der nächstgelegene sichtbare Gegner erleidet minus 20 Zielgenauigkeit und kann bei dieser Einheit keine kritischen Treffer landen. Jetzt mal alle mit euch durch, damit ihr das mal so überseht. Begonchi, alle Schüsse aus der Bewegungslosigkeit bekommen 10 Zielgenauigkeit und 10 Chance auf kritische Treffer. Und der Unterstützer, Verbündete in der Nähe und in Deckung erhalten 10 Verteidigung. Das ist richtig geil. Ja, da wollen wir mal überlegen, was wir uns da genau nehmen. Oder je nachdem. Aber das machen wir im nächsten Part.
Da werde ich mich mal ein bisschen schlau lesen. Und vielleicht meldet sich ja auch jemand dann freiwillig. Schreibt es einfach in die Kommentare, der einen Mac werden möchte. Also, haut rein, Leute!